Ich wollte gerade das Gatefold in die Kamera zeigen, aber das geht nicht. Einen wunderschönen guten, ja, Morgen, wie ihr es gesehen habt, oder ist es noch in der Nacht? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Was ich weiß, ist auf jeden Fall, ich brauche mal ein Stückchen Kaffee um diese Uhrzeit. Tja, zwischendurch ist man einfach nicht Herr seiner Zeit, aber sagt das Sprichwort auch so schön: Der frühe Vogel fängt das Paket. Und man sieht es jetzt hier vielleicht nicht, aber ja, das ist ein bisschen ein größeres Paket. Und wie könnte man einen Tag besser starten als mit einer großen Bestellung von Fuel the Fire Records? Und ich dachte mir, ich benutze mal wieder die Perspektive für das Unpacking und nutze diese Gelegenheit auch, um euch wieder ein bisschen an der quasi leichten Gestaltung teilnehmen zu lassen. Denn ich habe ja gesagt, ich würde gerne die Unpackings in einer Perspektive machen, wo man sieht, wie man das Paket auspackt und dann quasi nur die Sachen, die drin sind, zeigen. Ich bin mir noch unschlüssig, ob ich das eben jetzt auch hier bei Vinyls so machen will oder ob ich das nur bei Filmen so machen will. Bei Mystery Unboxings soll es weiterhin die Perspektive sein. Jetzt ist die Frage, wollt ihr bei Vinyl-Unboxings auch nur die Ego-Perspektive sehen oder soll das nur bei Filmen sein? Ich lasse da euch ein bisschen dran teilhaben, was ihr da lieber sehen wollt. Und für heute ist es einfach aber so, es bleibt es in der Perspektive, denn um die Uhrzeit mache ich keine Kameraänderungen, definitiv nicht. Und ich würde einfach sagen, wir machen dieses Riesenpaket auf. Karton in Karton, das ist wundervoll. Hier noch einmal gepolstert. Wir fangen hier ganz klein an. Wir fangen hier nämlich mit diesem kleinen unscheinbaren Ding an. Oh ja! Ich habe hier mir die letzten zwei Alben von Atominem geholt aus dem Hause Osmose Productions. Einmal Napalm for All und Anti-Theist. Reiht sich jetzt bei mir ein in die. Ich habe hier bisher nur ein Tape von Atominem, nämlich For a New World. Und ja, es gab leider, glaube ich, also ich bin mir relativ sicher. Der Sponsor ist sogar um die Uhrzeit am Start. Das finde ich großartig. Wo bin ich stehen geblieben? Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, habe ich in letzter Zeit einen relativen Favor für Tapes bekommen. Und da ich bereits eben ein anderes Album von Atominem auf Tape hatte, habe ich mir die auch geholt, weil Osmose hat leider zurzeit nicht wirklich viel, was Vinyl angeht. Jetzt kommen wir zu den Vinyls und ja, der Release, der hat sicherlich einige erfreut. Und auch, glaube ich, einige waren ein bisschen traurig, denn eine Version lässt es leider auf sich warten. Nicht von diesem Album, sondern vom neuesten Album von denen. Hier habe ich jetzt aber einmal die Minenwerfer Volkslieder, die im Vergleich zu den Alpenpässen, wie ich finde, weitaus aggressiver ist, also wirklich weitaus aggressiver und noch weitaus chaotischer zu Werke geht. Und oh Baby, hier in einem wirklich schönen Gold Marble ein Gatefold mit einem schönen Bild zur linken und den Texten zur rechten. Oh, und da kommen wir jetzt zum ersten kleinen Highlight, glaube ich. Um was geht es? Es geht wieder einmal um Old Nick. Es geht um die No Solace in Sunlight und wie in meinem Tape-Video angekündigt, habe ich mir eben auch die Vinyl über den Sascha geholt, der sie zum Glück doppelt bestellt hat. Und was haben wir hier? Ach ja, ein
schönes Artwork mit dem, also ein schönes Poster mit dem Original Artwork in Farbe. Ich muss sagen, mir gefällt das Schwarz-Weiß ein bisschen besser. Was sagt ihr? Aber was wirklich hier der Höhepunkt ist, ist die Vinyl selber. Und ich freue mich jetzt darauf schon die... Oh, ist die schön. Holy hell, ist die schön. Oh, wow. Das ist wirklich... Oh, Baby. Und da drinnen sogar noch einmal Old Nick. Ai. Sieht das herrlich aus. Über Phantom Lure natürlich rausgekommen. Also das ist eine der schönsten Vinyls, die ich gesehen habe. Oh ja. Kennt ihr das, wenn ihr Online-Platten shoppt und irgendwann ist der Zeitpunkt erreicht, wo ihr dann einfach sagt, okay, es ist eh schon wurscht und ihr haut dann auch noch die Platten rein, die euch am Anfang zwar ins Auge gesprungen sind, aber wo ihr dann gedacht habt, so, nö, die lassen wir jetzt einmal beiseite. Ich muss ganz ehrlich zugeben, das war bei dieser der Fall. Zumindest ich hatte eigentlich jetzt nicht geplant, dass ich die mir jetzt auf Platte hole. Aber es war dann eben der Zeitpunkt erreicht, wo ich gesagt habe, wurscht. Die neueste von Impaled Nazarene, die Eight-Headed Serpent. Ich wollte gerade das Gatefold in die Kamera zeigen, aber das geht nicht. Das geht nicht. Das hat mich jetzt unerwartet getroffen. Ich habe gewusst, dass Impaled Nazarene Schweineln sind, aber dass sie solche Schweineln sind, Fui Gaxi, also wirklich. Wir haben hier, sehr schön. Ich kann. Alter, ihr seid sowas von. Ihr seid so eine Rabauke, nicht? Ich kann wenigstens die eine Seite der schönen Red Clear Vinyl zeigen. Die andere Seite kann ich auch nicht zeigen, weil die das Innenleben hier wieder Bilder zeigt, die YouTube nicht mag. Die YouTube absolut überhaupt nicht mag. Ich bin jetzt nicht so der leidenschaftliche Impaled Nazarene-Hörer, aber ich muss sagen, das Ding ist richtig gut geworden. Und ich habe die Jungs, glaube ich, jetzt bisher 2-3 Mal live gesehen. Immer waren die einfach knackevoll. Also das Beste, was ich, glaube ich, gesehen habe, war einmal in Wien, wo der Bassist schon mit 18 Promille auf die Bühne gegangen ist und damit eine halbe Stunde gebraucht hat, um seinen Basskoffer zu heben und hat dann aber trotzdem alles abgerissen. Also... Impaled steht einfach für komplettes, wunderschönes, finnisches Chaos. Die nächste, die hier am Start ist, die ist im Grunde eine Empfehlung meines Club F5s gewesen. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, die noch nicht anzuhören und darauf zu warten, dass ich sie jetzt auf Vinyl habe und dann reinzuhören. Ich rede von der Nocturnal Triumph, dem Self-Titled Album. Über Amorphati und Spectral Moon rausgekommen. 4 Songs nur und die sollten es anscheinend ziemlich in sich haben. Ich kann noch nichts darüber sagen, weil ich das Ding noch nicht gehört habe. Es ist eine nette schwarze, das kleine schwarze, aber eben ich kann dazu einfach noch nichts sagen, weil ich es noch nicht gehört habe. Ich habe das Ding einfach aus purer Empfehlung meines quasi anonymen Suchtclubs gekauft. Ah ja, genau. Und jetzt gibt es eine kleine Triggerwarnung. Und ich möchte hier noch einmal kurz anmerken, es geht hier um Musik und um sonst gar nichts. Deswegen zeige ich die aber auch trotzdem jetzt einfach, weil ich mich sehr freue, dass ich die jetzt auch endlich in meiner Sammlung habe. Ich habe mir auch die Ad Hominem Diktator geholt. Neben der Antitheist und der Nape of All habe ich mir auch die reingeballert. Einfach, Ad Hominem macht
guten, schönen, aggressiven Black Metal. Und holy hell, was bist denn du für eine Schönheit? Das ist doch nett. Das ist doch eine richtig schöne Violett-Pink, könnte man schon fast sagen, Clear-Vinyl zu dem Ding. Das hätte ich mir jetzt nicht erwartet. Hätte mir jetzt eher so eine Red-Vinyl erwartet. Und hier sei eben noch einmal erwähnt, es geht um Musik und um sonst gar nichts. Denn von Atominem kommen wir jetzt zu etwas ganz anderem, zwar trotzdem noch im Black Metal angesiedelt, aber in eine ganz andere Richtung, nämlich hier aus dem Hause Prophecy. Ich glaube, es ist das letzte Album gewesen von ihnen, bevor sich der Kollege verabschiedet hat. Live Lover, die Sjukdom in einer schönen Red Vinyl. Für diejenigen, die Live Lover nicht kennen, es ist eine Karussellfahrt auf einem verlassenen Jahrmarkt und das Karussell ist kaputt. Und ja, weil ein Live Lover nicht genug ist, die Konkurs von Live Lover aufgeholt, die zu meinen Lieblingsalben von Live Lover zählt, weil da ist Kanzertit oben, da ist Brand oben. Das sind alles schöne Dinge. Ja, in einem schönen kleinen Schwarzen, das ist schön, das ist fein. Die Bandfotos von Live Lover kommen mir immer zwischendurch vor, als wenn ihr einen Schlaganfall hättet, wenn ihr Bilder schaut. Das ist. Also, könnt ihr euch erinnern, bei der Pulver war das, glaube ich, wo auf einmal ein Ente in den Lyric Sheets drin war? Ich meine, nichts gegen Enten, aber das hat mich unerwartet getroffen. Und ich glaube, zu guter Letzt kommen wir jetzt zu der Band, mit der ich jetzt, glaube ich, auch vorher begonnen habe bei den Vinyls. Nämlich, wir enden mit Minenwerfer wieder, mit den Alpenpässen. Es war klar, dass ich mir eine holen musste. Ich habe es mir hier die Güldene geholt. Ich wollte mir eigentlich die Gold Marble holen, aber die verzögert sich, glaube ich, in den März hinein, wenn ich sogar noch weiter. Da hat das Presswerk ein paar Probleme. Im schönen Gatefold, wo die Lyrics drin sind, und hinten ein sehr intensives Bild auf der Rückansicht. Ja, Minenwerfer, die guten Alpenbässe. Auch jetzt in meiner Sammlung gelandet, nachdem ich zu Weihnachten die Tapes bekommen habe, eben jetzt auch Volkslieder und Alpenpässe auf Vinyl. Das ist schön, das ist fein. Wir haben hier einen ordentlichen Stapel bekommen. Hier in aller Frühe. Es ist jetzt kurz nach 5 und man hat den Tag mit Vinyls und Tapes begonnen. So kann das doch auch laufen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, egal wann ihr euch das anschaut, und bis die Tage.